Das wird eine interessante Fußballauseinandersetzung und wir sind als Ihre Kommentatoren dabei, Frank Buschmann und Manni Breukner. Heute heißt es der SC Freiburg gegen Hannover 96. Jetzt ist Stimmung hier im Stadion. Die Spieler sind auf der Reise. Schuster. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Hieter. Schuster. Ja, ja, so geht's auch. Und nun Leon Andreas. Stindl. Er attackiert ihn, er will den Ball. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Super Pass, sofort abgezogen und so mancher hier im Stadion wird den schon drin gesehen haben. Aber er hat ihn dann doch einen Tick zu weit unten getroffen. Der Ball geht drüber. Christian Schulz. Und nun Leon Andreas. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Rieter. Stindl. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Christian Pander. Er guckt sich um, ob jemand mitgeht. Unsicher wirkt das Ganze, aber geklärt. Christian Pander. Sehr gute Flanke. Und Achtung, der könnte passen. Souverän abgewehrt. Schmiedeball. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Schmid. Und die Angreifer wieder gestoppt. Da wird zum Eckball geklärt.
Peter. Eine gute Position für einen, der über einen weiten Einwurf verfügt. Da stand die falsche Adresse drauf auf der Flanke. Der Gegner hat den Ball. Schmid. Klasse geklärt vom Abwehrspieler. Da freut sich natürlich auch der Torwart. Und nun Leon Andreas. Die Tore sind noch im Sack und der wird in der zweiten Halbzeit ausgeschüttet. 0:0, das ist der Pausenstand. Da könnte man als Kommentator sprachlos werden, aber irgendwas sagen müssen wir ja. Es war einfach schlecht. Ich halte mich an dieser Stelle lieber mal ein bisschen zurück. Das könnte übel werden. Grauenhaft. Also schlimmer geht's nimmer. Was wir da gesehen haben, ich war entsetzt. Jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Ja, alles viel zu vorsichtig, Manni, alles viel zu defensiv. Kein Mumm nach vorn. Und nun Leon Andreas. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Geht er rein? Unglaubliches Tor! Musst du technisch was drauf haben, wenn du sowas hinkriegst, dass er noch nicht mal mit den Fingerspitzen dran kommt. Ein sensationeller Lupfer, da hüpft das Herz. Naja, ein müder Kick, aber zumindest haben sie das Tor getroffen. Ja, und da zahlt sich dann eben aus, wenn du immer dran bleibst. Irgendwann wirst du doch belohnt. Vitor. Kann er sich den Ball holen? Schmiedebach. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Und nun Leon Andreas. So sieht das der Trainer gern. Schmied. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der Trainer will und muss das Spiel noch mal in andere Bahnen lenken. Und das soll funktionieren mit einer Auswechslung. Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Eigentlich kann der Trainer ja zufrieden sein, aber vielleicht hilft der neue Mann jetzt dabei, die Führung zu verteidigen. Vitor. Vitor. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Hans, das lässt der Schiedsrichter nicht durchgehen. Schmiedebach. Schlaudraff. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und der Ball geht es aus. Es wird Abstoß geben. Das muss man mal deutlich sagen. Der Trainer hat bislang alles richtig gemacht.
Wir hoffen, dass er mit dieser Einwechslung auch richtig liegt. Schuster. Rieter. Schmid. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Die Karten werden noch mal neu gemischt. Es gibt jede Menge Auswechslungen. Schuster. Ja, das sieht schon eigenartig aus, aber, und das ist das Entscheidende, er hat klären können. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Rieter. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Und da kommen sie und stören ihn. Wer kann sich jetzt durchsetzen? Da gibt es wieder viel zu bereden. Der Schlusspfiff des Schiedsrichters beendet das Spiel.